Ich dachte, dass wir uns nie mehr trennen werden, Ray. Hey, wir sind seit 3 Monaten zusammen, Tina. Das ist schon eine kleine Ewigkeit für mich. Hallo. Na los, steig ein. Du darfst zuerst. Hey, verschwindet mal ein bisschen. Ich muss mit dir reden. Wir sehen uns nachher. Ja, schmeckt nicht schlecht. Wieso sollen die denn gehen? Ich habe sie weggeschickt, damit wir beide mal allein sind. Die stören bloß. Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Tina, wir müssen mal ein bisschen auf die Bremse gehen. Der Coach gibt mir nämlich noch eine Chance. Oh, ich werde dich bei allen Spielen anfeuern und dann werde ich mal sehen, ob ich Cheerleader werden kann. Nein, wir können uns nicht mehr so oft sehen. Wir sollten uns jetzt mal für eine Weile trennen. Kapiert? Wie lange denn? Das weiß ich nicht. Solange die Football-Saison läuft. Ich dachte, dass wir uns nie mehr trennen werden, Ray. Hey, wir sind seit 3 Monaten zusammen, Tina. Das ist schon eine kleine Ewigkeit für mich. Und es steckt auch ganz bestimmt kein anderes Mädchen dahinter. Wir reden nachher weiter. Gehen wir jetzt endlich? Wir warten hier so lange gequatscht. Lass ihn in Ruhe. Lori? Ich muss jetzt mit dir reden, Lori. Was ist denn? Was ist los? Geht es um Ray? Seid ihr nicht mehr zusammen? Ach, ich dachte, dass wir für immer zusammenbleiben würden. Er sagt, dass er mehr Zeit für sich braucht. Wegen der nächsten Football-Saison. Du bist doch nicht etwa schwanger. Nein, bin ich nicht. Sag mal, geht's dir gut? Ja, es geht mir gut. Letzten Monat habe ich meine Periode nicht gekriegt und als ich das Ray erzählt habe, hat er mir versprochen, mich niemals zu verlassen. Gott sei Dank habe ich sie heute gekriegt. Habt ihr kein Kondom benutzt? Neulich in der Kirchengruppe, da hat der Reverend zu uns gesagt, dass die Leute, die Verhütungsmittel benutzen, sich nur vor der Verantwortung drücken wollen. Du hast also nicht verhütet? Ich habe gedacht, dass ich an meinem Geburtstag endlich einen Freund haben werde. Das hast du aber sehr schön gemacht. Hallo, mein Schatz. Guten Tag. Hallo, Lori. Na, fahren wir nach Hause? Das hier. Mami hat sich so auf dich gefreut. Ja, so ja, ist es schön. Auf Wiedersehen. Hallo, Allison. Wiedersehen. So, jetzt fahren wir nach Hause. Bis morgen. Mami. Nicht weinen, Ellie. Wir sind ja gleich zu Hause. Mami. Oh Mann, ich habe irgendwie solche Magenschmerzen, Lori. Ich verstehe das gar nicht. Ich weiß auch nicht, wieso ich so dick bin. Mami, Mami. Hey, was meinst du, ob mich Ray wiederhaben will? Ach, nun kümmere dich doch mal bitte um die kleine Tina. Mami, Mami. Oh, gleich hat Mami wieder für dich Zeit. Mami ist doch da. Nicht weinen. Hör auf zu weinen. Ich will zu meiner Mami. Musik